Was geht ab, YouTube-Freunde? Ich bin's, euer Face wieder mit einem Let's Play zu Godfall. Wir starten hier wieder eine neue Folge und ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wo wir jetzt weitermachen, weiß ich auch nicht, aber was ich weiß ist, ja, also wir hatten auf jeden Fall irgendeine Story-Mission gemacht. Jetzt machen wir wieder eine Story-Mission. Worum geht's eigentlich in der Story? Weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß ist, wir fangen jetzt sofort an und zocken einfach. Ja, die Story ist mir auf jeden Fall einfach im Kopf geblieben. Genau. Stimmt, wir waren hier im Luftreich. Wir waren ja so begeistert von der Architektur und von diesen ganzen ägyptisch angehauchten Monstern. Ja. Und wir haben noch zuletzt, glaube ich, diesen dicken Monster zusammen verprügelt. Ach, diesen, ja, ja. Haben. Auf der Erde war das wegen diesen Erdsiegeln, ne? Ich glaube schon. Ja, doch, das, ich weiß schon, welches Monster das war. Dieser Dezibel, Dezibus, Dezimus, keine Ahnung, ja, wie der hieß. Ja, genau. Ja, ja. Ich weiß doch. Heftiger Typ, heftiger Typ. The face and amazing, the face and amazing, the face and amazing. And the face. Ja, los, ey. Empfohlene Stufe 20. Du bist 28, ich bin 29. Wir dürfen jetzt nicht sterben, sonst wird es ein bisschen peinlich, glaube ich. Mit 8 und 9 okay. Level Abstand. Ich habe mich auch mal so ein bisschen umgeskillt, YouTube-Freunde. Ich habe mal mir so ein bisschen wieder mein Bild angeguckt, war irgendwie unzufrieden. Da waren so 1000 Skills, die ich nie benutze. Deswegen habe ich die ganzen Fertigkeiten gelöscht. Das kann man übrigens bei Godfall machen, kostenlos einfach alle Fertigkeiten löschen und dann neu verteilen. Dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht und so ein paar Attribute geändert. Mal gucken. Ich hoffe, es hat sich jetzt ausgezahlt, die Mühe. So. Okay, hier rastet schon einer aus. Ich will dir kurz was zeigen. Kennst du das schon? R1 gedrückt halten und dann kommt so ein Strahl und danach drückst du nochmal R1. Kennst du das? Aber warum kannst du das schon direkt am Anfang machen? Du musst doch erstmal so eine gewisse Kombo starten, oder nicht? Nein, halt mal R1 gedrückt und dann kommt so ein Kristall und dann drückst du nochmal R1. Ach nee, das habe ich nicht. Das ist Waffentiming. Das hast du geskillt, ne? Ah, das kann sein, aber guck mal hier, zum Beispiel beim Hammer. Ja, guck mal ich jetzt. Weiß. Ja, genau, da kommt diese Aura, genau. Boah. Das habe ich nicht geskillt. Das ist Waffentiming, das okay. Kann man skillen. Können wir anfangen? Danke. Okay. Ja, yep. Okay, ciao. Eniac. These people were our allies once. Makros corrupts everything he touches. Makros. Das ist wahrscheinlich der End-End-Boss, ne? Makros. Den, ist das auch in dem, ist das jetzt unser Boss oder was? Ja, hier jetzt nicht, aber ich glaube, das ist der von dieser Cutscene, der uns am Anfang da runtergeschubst hat, runtergetreten hat. So, wie sind denn meine neuen Skills jetzt hier? Ja, ja. Okay, was macht der da? Ich habe auch einen neuen Veloplate, so eine neue Rüstung. Wie du siehst. Mit so einem Wasser, mit so einem Wasserelement. Ich kann jetzt so drei Wächter beschwören. Mit meiner Archonenfähigkeit, zeige ich dir gleich. Und dann gefrieren diese Endgegner, diese Gegner gefrieren dann, dann machen wir mehr Schaden. Ja. Okay, was war das denn für ein Damage? Oh, hier ist so ein Elite. Ja. Ja, chillig weg. Chillig weg! Okay, einfach auslassen. Das war ja gerade einfach. Das war auch kein Gegner, das war ein normaler Gegner. Aber irgendwie ist mein Leben immer noch voll am Arsch. Man kann auch übrigens so Geschosse parieren, ne? Und dann zurückschießen. Von den Gegnern. Hier ist noch was. Mit dem Schild meinst du? Genau, du kannst ja hier parieren. Das gilt aber auch für Ferngeschosse, also wenn jemand mit so einem Projektil auf dich schießt. Mit dem richtigen Timing kannst du dann aber sozusagen abwehren. Was ist das hier? Moment, Moment. Das ist wahrscheinlich L1 Viereck, ne? Nein, L1 X. Nein, das heißt ja so natürlich ein Kreuz. Kreuztaste. Ja, ich sag immer noch X. Ja, komm, wir gehen hier weiter. Ich habe auch gleich meine Special-Fähigkeit, dann zeige ich dir das mal mit den drei Wächtern. Guck jetzt. Hier, siehst du, ich habe jetzt so drei Wächter und die schießen mit so einem Eisstrahl. Guck, er ist jetzt sozusagen eingefroren, dann machen wir deutlich mehr Schaden. Guck mal mein Damage hier gerade an. Crack! Krass.
Ja. Also geil, ne? Was Cooles. Hinfliegen tut mein Charakter trotzdem immer noch bei jeder Kleinigkeit. Was ist das denn? Der Reisende oder was? Hä? Okay. 8 Level Unterschied. Diese Stelle schneiden wir einfach raus. Es ist keiner gestorben. Hey, was ist denn hier los? Aber die machen schon ordentlich Damage. Benutze deinen Banner. Lädt hier eh schneller auf. Ja, stimmt. Ich dachte, hier kommt jetzt so eine Gegnerwelle. Sah gerade so aus. Ja, egal. Hab ich meinen Banner jetzt verschwendet. Kein Problem. Bonus-Portale versiegelt. Das würde ich gerne machen. 1 so. Und 3. Was ist das denn hier? Oh, Loot. Ja, diese Portale versiegeln wir definitiv. Immer mehr Loot. Hier ist nochmal eine Truhe. There's no chance Macros will listen to reason, is there? I'm afraid not, Orin. I'm afraid not, Orin. Orion Keks. That's a rare creature. Be careful, Orin. Oh, wieder so ein. Okay. Was ist das denn für ein Dude? Hä? Alter. Boah, was macht der? Ja, guck mal. Der hat doch nichts. Ich mach gleich meine Wächter. Dann hole ich wieder den übelsten Damage raus. Ja, jetzt. Ich mach meine Wächter. Wenn er jetzt gleich eingefroren ist, da kommt so ein Symbol, so ein Wassersymbol. Okay, die Kameraführung ist gerade die größte Herausforderung. Hier bei mir. Boah, er frisst mich. Ja. Keine Chance. Okay, 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 okay. Heilende Welle. Habe ich da gerade eine geile Verstärkung bekommen? Ich weiß nicht, irgendwas. Aber boah, der Gegner war geil, ey. Der hat Laune gemacht. Hä, warum ist es so dunkel bei mir? Geistblick. Na, es wird schon. Komm her. Wo muss man hin? Ich will dich angreifen. Da. Da muss ich mich erstmal kriegen. Bonusportale versiegelt. Ja, wo sind die denn? Die laufen immer so komisch. Diese Schildgeräusche sind so geil. Diese Truhen sind immer geil. Guck mal, hier oben ist schon mal so ein Ding. So eine Geisterbindung. Ich kann mit meinem Schild nicht werfen, geil. Hast du deine Schildaufladung? Zufällig? Ja, ich habe gerade eins zerstört. Hier oben ist noch eins. So eine Geisterbindung. Aber ich habe gleich mein Schild. Ach so, okay. Und die letzte Geisterbindung muss irgendwo hier sein. Ich hab's. Ja. Sehr gut. Loot. Truhe öffnen. Ja. Okay. Ja. Okay, immer noch. Bonus Portale versiegelt. Keine Ahnung. Ist irgendwie kein zielmäßig irgendwie da vorne. Ja, keine Ahnung. Das war's. Schau, schau. Hier ist wieder so ein. Nee. Immer dieses Hinfallen, ne? Ja, hier frisst meine Eiswächter. Boah, dieser Damage dann, ne?
Oh, hier ist wieder so eine Geisterbindung. Wo ist denn hier die passende Truhe? Moment. Ich höre hier irgendwas. Hier war so eine Geisterbindung auf jeden Fall. Wir müssen hier links lang. Aber wo ist denn die passende Truhe dafür? Hä, ich kann gerade nicht rennen. So many ancient artifacts were missing. Zenon would have wanted to see this place. Ich kann gerade irgendwie nicht rennen. Jetzt. Hier. Hier ist noch eins. Ja, aber wir suchen natürlich die passende Truhe, ne? Die ist bestimmt hier irgendwo. Macros! Ciao. Boah, diese Doppelklingen sind so geil einfach. Guck hier. Ah, jetzt wieder so ein Priester, ey. Ich weiß nicht, wo diese Truhe ist, ne? Keine Ahnung. Endboss, Endboss. Oh, dieses Anvisieren. Ja, es ist unglaublich nervig. Mann. So richtig 2008-Style. Krankheit verursacht. Wenn man Gegner angreift, ne, und die so einen Debuff bekommen, zum Beispiel Vergiftung oder so, dann haben die so ein Totenkopf-Symbol. Das bedeutet dann, dass du denen so eine Krankheit verpasst hast. Keine Ahnung, Gift oder Blutung oder sonst was. Die kriegen dann kontinuierlich Schaden. Genau. Das muss man drauf achten. Bei dem Lebensbalken ist dann so ein Totenkopf-Symbol. Ja, wir haben das jetzt mit dem Portal natürlich nicht gemacht, ne? Und ich glaube, wir sind fertig hier. Ah, ne, andere Seite. Gehe zum Zwielichtsignal. Okay, Twilight Beacon. Okay, Bacon. Diese Geräusche. Okay, ist alles okay? Ja, ja, alles gut. Was ist das denn da oben? Ah, hier ist nochmal eine Truhe. Und hier ist so ein... Okay, wieder mit so einer Geisterbindung. Hier oben. Komme ich überhaupt so weit? Ja. Eine Geisterbindung habe ich. Eine ist dann noch hier irgendwo in der Mitte. Oh, eben wieder so... Diese Schwarzwälder Kirschtorten. Hier muss irgendwo noch eine Geisterbindung sein. Oriental Music. Das kann nicht so weit sein. Naja. Aber der hat so in dieser Richtung irgendwas gezeigt. Oh, was willst du denn jetzt wieder? Guck, er hat auch jetzt wieder so eine Krankheit gehabt. Da war wieder so ein Faustsymbol oder so. Irgendwie Angriffskraft verringert. Boah, ich verursache aber oft Krankheiten, merke ich gerade. Ja, was hier nicht schlecht ist. Ja, ja, klar. Hier irgendwo muss die Bindung sein. Ach, hier. Ich hab's. Hier oben in der Ecke. Okay, eine Bindung muss aber noch irgendwo sein. Ich guck mal, wo die Truhe hinzeigt. Ach, waren es nur zwei Geisterbindungen? Okay. Nein. Ich hab schon geöffnet. Ja. Boah, wie das. Alter, was sind das für Frame Drops gerade? Alter. Next Gen Power. Wir müssen jetzt hier irgendetwas machen. Mmh.
Aber ich greife einfach so Portale an. Hä? Da ist ein Gegner, aber ich greife die Portale an. Irgendwas hier mit dem. Das Geile ist auch immer, B2K und ich, wir checken diese Mechaniken nicht. Wir greifen einfach immer an. Hier gibt es auch wieder irgendeine Mechanik, aber wir greifen einfach an. Wir müssen irgendetwas mit diesem Ding da oben machen. Mit dem Relikt. Ausnahmsweise mal kein Kristall, sondern ein Relikt. Oder hier oben diese Dinger? Ja, hier diese Steine über den Portalen. Hier, greif mal mit deinem Schild an. Diesen Stein hier über dem Portal. Hä? Ich hab einen Stein kaputt gemacht, so. Aber der leuchtet jetzt so rot. Ah, jetzt kann man es angreifen. Ja, na, jetzt wieder blau. Warte, ich habe gleich meine Schildaufladung. Jetzt. Ja. Dieses Hinfallen, ey. Ja, Story-Mission komplett. Okay, was geht denn hier ab jetzt? Boah. Dieser Valokyras bockt richtig. Valkyre. So, Story Mission completed. Direkt die nächste Story? Nee. Natürlich Signale. Nee, das war jetzt Dings da. Wieder so ein Bonus. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt die Story Mission fertig hier. Story Mission abschließen. Ja. Und starten auch direkt die neue. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder mit Kerzenboy und Seven Sanctum reden. We're running out of time. Mein Name ist Vladimir. If that happens, Vladimir. We all die. Why? If he starts the rites this way, if he starts the ritual, die Story ist so krass, ne? It's likely he'll richtig Gänsehaut-Ding der Story. It will rip at the fabric of our universe in ways we cannot predict. What would happen? No one knows for sure. Ja, aber so ein Fake-Durchlesen ist das so, damit man so ein gutes Gefühl bekommt. So ein gutes Gewissen, dass man sich die Story so ein bisschen durchgelesen hat. Ja. We have located the entrance to Grieve Sunsteel's forge. As with the others, we will need to gather some more elemental sigils. Ich bin fertig. Oh, was geht denn hier jetzt ab? Nutze Elementsiegel und tritt Grieves gegenüber. Griefes. Wir machen aber treibender Überrest. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Okay. Muss man wahrscheinlich freischalten, Luftsiegel. Das ist wieder diese Geschichte mit diesen Siegel sammeln, damit man gegen diesen Endboss antreten kann. Und der Endboss heißt Grief. Was denn? Eins von... Ich hab eins von 10, du. Wo sieht man das denn? Ja, wenn du auf das Schloss irgendwo gehst. Bei Luft. Ja, bei mir wird ja gerade mehr Spielerspiel gesucht. Ich kann das gerade nicht machen. Aber wird, denke ich mal, ähnlich sein bei uns. Welcher Server wird denn gesucht? Wir sind doch nur zu zweit. Wir spielen doch mit keinem anderen. Also manche Sachen verstehe ich irgendwie nicht. Das ist auch so eine künstliche Ladezeit, weil ich meine, wir sind ja nur zu zweit. Wir spielen ja nicht mit anderen, das heißt, wir könnten eigentlich alleine dann direkt eine Mission starten. Er muss da ja nicht suchen. Ja. You know what I mean? Das ist... Yes. You know what I mean. Nutze im Sprint den schweren Angriff und meinen eingesammelten Schildhieb. Schildhieb. The treasure trove is a straight shot right into the floating remnant. The Niak will oppose us. They won't stop you.
Oh, sieht wieder nach einer Geisterbindung aus. Ja, komm, Schissel drauf. Es sei denn, wir finden die jetzt hier irgendwo. Jetzt mal eine Frage an meine YouTube-Freunde. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so behindert ist, aber ich denke mal schon. Kennt ihr das? Ihr sprintet und ihr wisst, das ist so dieser Sprint-Tempo bei Godfall. Aber ihr seid euch so unsicher, dann lässt ihr kurz sozusagen diesen Analogstick los und drückt erneut, um wirklich sicher zu gehen, dass ihr im Sprint-Tempo wart. Ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, aber... Aber das Laufsystem und dieses Teleportieren ist echt komisch gemacht hier. Finde ich auch. Was hat der noch zum Verteidigen? Aber doch, geht. Was sind denn für Viecher? Okay. Das Luftreich. Es ist schon luftig hier, ne? Ja. Die Luft hier oben ist auf jeden Fall gut. Ich habe eine graue Waffe bekommen. Okay, braucht doch kein Mensch. Aber wobei, kann man ja upgraden. Luftabweichler. Boah, du hast aber gerade kassiert. Ich auch. Alter. So. Was fliegt hier die ganze Zeit rum? So, irgendwelche Blätter. Hier ist eine Truhe. Okay. Grüne Sachen. Das Geile ist auch hier bei dem Spiel, finde ich, was sie richtig gut gelöst haben, man kann ja die Seltenheitsstufe upgraden. Wenn du unbedingt eine Waffe oder so behalten willst, aber die irgendwie grün oder so ist, kannst du daraus immer noch blau und lila machen. Das haben die echt geil gemacht. Du kannst... Ja, bis Gold sogar, ne? Bis Gold upgraden. Ja. Das haben die, finde ich, richtig cool gemacht. Ein paar Ressourcen. Ja, aber andere Spiele bieten sowas gar nicht, ne? Und Makros controls es. Gibt's hier irgendwas? Okay, hier sind wieder Gegner. Oh, einer mit Schild. Boah, ich habe zwar pariert. Und wieder pariert. Boah, der ist... Alter. Boah, der war nicht schlecht. Ja, hier die Geisterbindung zerstören wahrscheinlich. Dann finden wir einen Weg durch das Gate. Noch eine Geisterbindung. Oben. Ich glaube, haben wir hier noch was? Du bist falsch dann, ne? Beat, okay? Ja, also aber... Ich glaub, das... Aber warte, hier ist noch so eine Geisterbindung. Hier ist noch eine Geisterbindung. Ah ne, ist doch richtig hier. Zerstört. Okay. Warte mal. Auf der anderen Seite ist auch noch was, ne? Hier. Aber da fehlt noch eine Bindung. Aber es fehlt noch einer. Ja, hier unten irgendwo. Muss da sein. Irgendwo hier unten, dass wir hier kurz runterspringen. Das meine ich, das habe ich ja schon mal in einer Folge erwähnt, Leute. Guck mal.
Wir haben solche übermenschlichen Fähigkeiten, aber ich kann nicht durch so einen Busch gehen oder durch solche komischen roten Löwenzahnpflanzen, ey. Nee, da noch nicht lang. B, da noch nicht lang. Ja, hier unten zeigt er hin. Wo das ist. Hier unten sehe ich es schon, nur wie kommen wir da runter? Ich habe die Geisterbindung schon da gesehen, auf jeden Fall. Hier, bei mir. Ja. Ja, das Sprint. Nein, du bist falsch. Du bist falsch, B2K. Andere Richtung, andere Richtung. Nein, aber du hast das doch schon kaputt gemacht, oder nicht? Achso, du kommst hier. Weil die sind noch 1000 Gegner, ne? Ja, ich kann es irgendwie nicht kaputt machen. Ja, du hättest ruhig kommen können, aber alles gut. Hä, der. Der Gegner ist einfach verschwunden. Okay, jetzt habe ich die Geisterbindung zerstört, aber die hier kriege ich nicht weg. Ah, jetzt. So, hier haben wir nichts mehr. Ja, komm mit. Habe ich das? Also, manche Sachen sind hier aber noch so ein bisschen verbuggt, kann das sein? Also, es läuft hier nicht alles so reibungslos, finde ich. Ich habe manchmal so Frame Drops, ich kann gewisse Sachen manchmal nicht einsammeln, mit dem Kreis gedrückt halten. Gratis und also Gegner einfach verschwunden. Hab ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ja, ich habe die leider manchmal. Jetzt schon wieder. Habe jetzt gerade wieder diese Frame Drops gehabt. Das ist echt komisch. Ich habe ja auch auf diesen Leistungsmodus eingestellt, keine Ahnung. So, wie kommen wir jetzt hier voran? Einfach der Markierung folgen. Ja, aber die zeigt wieder nach unten. Zerstöre Bindungen. Eine fehlt noch. Ja, hier. Unten. Achso. Hier ist nochmal so ein Ding. Ein Relikt. Den greifen wir mal von hinten an. Alter, warum hält der jetzt so viel aus? Alter. Was geht denn ab? Krass. Der war schon härter jetzt. So, jetzt aber. Dann. Erreiche den Tempelturm. Okay, hier warten wir hier mit dem Rücken zu uns. Scheiße, liegt ein Knochen auf dem Boden. Ich kann nicht rüber. Wo bist du? Ach, da. Ich wollte schon im Stich lassen. Was macht der denn hier? Tschüss. Keine Chance. Hier ist eine Truhe. So eine Billigtruhe. Egal, wie eine. Schon wieder Frame Drops, ne? Ich muss mir das mal echt angucken. Unglaublich. Irgendwas passt da nicht.
schon viel lecker. Machst du auch immer deinen Banner und so deine Eichhorn-Fähigkeiten und sowas? Ja, jetzt. Ja, mach mal ruhig. Wir sind ja wahrscheinlich kurz vorm Ende. Oh, der wird geschützt. Der wird geschützt. Von dem hier. Abgehauen sind. So. Oh, meine Wächter sind richtig cool, Mann. Oh, wir müssen einen Fahrstuhl benutzen. Yes. Oh, bin ich. Okay, danke. Sorry, soll ich runter? Oh, wie traurig das aussieht. You're in a good mood. Scheiße. Drück ganz schnell auf E wieder. War der auch voll schlecht. Toll, da komm ich mal runter. Kommst du jetzt nicht mehr hoch? Nee. Ernsthaft? Ernsthaft? Du musst das runterschicken. Warte. Oh Gott. Scheiße. Oh Mann. 2, 1, E. Erdgeschoss. Wieder auf 5 drücken. Hä, du schwebst? Also ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe schon den perfekten Titel für diese Folge auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt. Ey. Wird irgendetwas mit Bug sein und mit Frame Drop. Ich lasse mir da was einfallen auf jeden Fall. Und wow. Ich bin und bam. Oh, da hast du einen Gunner. Den können wir aber nicht töten, den Gunner. Jetzt können wir den Gunner töten. Boah, ich hab sein Geschoss pariert, Mann. Leute, sagt doch was. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Face, du geile Sau, Mann. Schon wieder Bindungen zerstören. Aber könnte auch ein interessanter Titel werden. Irgendwas mit Geisterbindung. Ja, die Folge hat viel Potenzial für geile Titelsachen. Hier ist auch eine Truhe. Ja, gibt es jetzt mehrere Ziele? Ja, hier bei mir. Weil du bist woanders. Bei mir ist auch ein Ziel. Hey, wir mit unseren Navi-Schwierigkeiten, ne? Hier sind diese Geisterbindungen. Hier bei mir ist eine. Ich weiß da auch nicht mehr. Bei mir ist auch ein. Ja, dann macht die bei dir down, ich mach die bei mir. Boah, aber warum sind jetzt auf einmal so viele Gegner da? Boah, diese Wächter sind einfach so heftig. Boah, was für ein Damage man macht. Geil. Also ich habe jetzt eine Geisterbindung zerstört. Bei dir dürfte eigentlich keine sein. Ich bin gerade dabei. Komisch. Dann warte ich mal. Nee, die noch nicht. Ja, warte mal, ich benutze die Fahrstuhl noch nicht mal. Wie lange noch? Na, ich bin auch gerade am Kämpfen. Okay. Oder soll ich rüberkommen einfach? Ich komme jetzt rüber.
Okay, aber ich glaube, bis ich da bin. Ah, oh, dieses. Mein Gott, ey, lass doch B2K in Ruhe. So. Ja. Mein Boah, das war doch jetzt eine heldenhafte Tat. Ich bin gekommen, hab den letzten getötet. Das war doch echt cool. Das war doch Hollywood-reif, oder nicht? Der war gut. Der war gut. Öffne den valoranischen Vorrat. Oh, das ist wieder diese geilen Truhen. Das ist geil. Komm jetzt diesmal bitte hier drauf. So. Aber hier ist noch was. Ne, wir öffnen jetzt diese Truhen. Ne, ist mir zu buggy, diese Folge. Warum sind wir unten? Das Ziel ist oben. Bei mir hier unten. Oder? Okay, ja, passt. Ja, da müssen wir irgendwie noch den Flow finden, oder? Irgendwie echt komisch noch alles. Boah, der Soundtrack ist aber schön in diesem Luftreif. Luftreif. Ey, ich komm auch nicht dahin. Ach so. Ja. Hä, wir müssen letztendlich wieder hoch. Ey. Ich hab doch gesagt. Ja, aber die Markierung hat mich nach unten geführt. Ist echt komisch, oder? Keine Ahnung, muss man nicht verstehen. Ja, ist doch gut. Drauf? Ich bin doch drauf. Ich bin doch neben dir. Hä? Ich sehe dich nicht. Ich bin neben dir. Genau hier. Jetzt seh ich dich. Ja, irgendwie. Ja. Also bei mir leckt es auch so ein bisschen. Ja, auch irgendwie Frame Drops. Also irgendwie komisch, keine Ahnung. Aber wenn ich dann diese geilen Truhen hier sehe, ne, dann vergesse ich einfach jeden Schmerz. Boah. Sieht das. Ich hab die Frame Drops meines Lebens. Alter. Boah, ich hab eine goldene Waffe bekommen. Goldenen Hammer, glaube ich. Boah, ich mach mal meinen Banner. Und ich mache jetzt auch meinen Dings da. Meine Archon-Fähigkeit. Hab ich aber auch schon. So, jetzt ist er sogar eingefroren, das heißt, wir machen deutlich mehr Schaden. Ja, Alter, haben wir ihn auseinandergenommen. Boah, der hat zwei goldene Sachen gegeben. Boah. Keine goldene Sachen bekommen. Alter. Reiß mir hier den Arsch auf, ey. Ehrlich. Hast du hier noch zwei Kärtchen? Boah. Haben wir doch schon gerade geöffnet. Diese zwei lilanen Truhen. Nee. Haben wir vielleicht zu früh geöffnet? Oder nee. Gibt's hier noch mehr Truhen? Nicht ihren Ernst jetzt. Ist jetzt nicht ihren Ernst. Haben wir. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Hat jetzt eine Truhe nicht gezählt? Lass mal kurz das Gebiet verlassen. Lass mal wieder zur anderen Seite, dann mit dem Fahrstuhl kurz runterfahren. Da ist das nämlich nicht, oder? Da ist doch kein Fahrstuhl. Nein, aber wir sind einfach nur entfernt, glaube ich. Das kann doch jetzt nicht sein. Oder? Ja, lass mal hier kurz runter. Boah, ne. Diese Frame Drops und das passt alles gerade nicht. Öffne den valoranischen Vorrat. Aber guck mal, dieser grüne Balken, der ist so komisch voll. Ich meine, wenn es zwei Truhen sind, kann es ja nicht sein, dass wir den Balken drei Viertel voll haben. Dann müssten wir ja nur 50% voll haben. Lass mal wieder hoch. Dann lass mal wieder hin. Da
Der war doch gerade gar nicht so voll, der Balken, oder nicht? Jetzt ist er voll. Hä? Hast du gesehen? Story Mission. Jetzt wieder einfach mal so neue Gegner. Okay, also. Keine Ahnung. Okay. Mission abschließen. Das war's jetzt erstmal mit dieser Let's Play-Folge. An meine YouTube-Freunde da draußen, ihr habt wahrscheinlich gerade die verbuggteste und komischste Folge überhaupt gesehen, während dieser ganzen Let's Play-Reihe. Ich hatte Frame-Drops, unnormale Lags, B2K hat eine andere Navi-Richtung angezeigt bekommen, ich habe eine andere Richtung angezeigt bekommen. Die Vorräte haben sich nicht vernünftig geöffnet, beziehungsweise der Abschuss wurde nicht vernünftig angezeigt mit dem grünen Balken. Mit dem Fahrstuhl, alles war komisch. Also eine sehr, sehr komische Folge. Keine Ahnung. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Kommentiert doch mal, ob ihr auch ständig solche Bugs habt oder wie das bei euch mit den Frame Drops ist. Also bei mir ist das echt komisch. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Aktiviert doch auch mal die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.